Verschwinden Sie einfach von hier, dann werde ich so tun, als hätte ich Sie nie gesehen. Danke, Officer Gomez. Ich konnte Sie nicht immer gut leiden. Und ich tue so, als ob ich Sie nicht für einen verrückten Massenmörder, als ob Sie nicht für einen verrückten Massenmörder arbeiten. Und wenn Sie mich fragen, Sie sind ein Mörder wie alle anderen. Ja, wir bedanken uns einfach, wir wollen ihn ja nicht auch noch umknüppeln müssen. Es ist eine echte Schande, dass es dazu gekommen ist. Ich kann einfach nicht glauben, was Sie Jonas angetan haben. Officer Mack ist völlig ausgerastet. Aber Sie sind echt in Ordnung. Das haben Sie wirklich nicht verdient. Gehen Sie und suchen Sie Ihren Vater, wenn Sie können. Ja, vielleicht merkt man es auch. Ich werde ziemlich oft speichern. Ich spiele mal ziemlich vorsichtig. Aber es stört ja nicht. Na, Stanley ist auch noch freundlich. Dann sehe ich immer gut den Typen. Ja, wir hören jetzt schon die Leute labern. Es wird nicht mehr so lange so sein. Ich glaube, die werden gleich umgeknallt. Ich werde nicht zulassen, dass uns jemand auffällt. Ich bin's, Tom Holden. Seien Sie vorsichtig. Ja, der ist jetzt down. Wir nehmen jetzt auch mal die Pistole, weil die auch anscheinend eine haben. Wir sehen schon, die streut ziemlich krass, weil wir in kleinen Waffen nicht so spezialisiert sind. Aber besser als gar nichts. Hier sieht man auch, dass so ein Wachmann deutlich mehr Erfahrung bringt als so ein Insekt. Und die gehen einfach mal hin. Ja, den treffen wir genauer. Wir sind 92% Chance haben wir, in den Kopf zu treffen. Hier bei der Pistole haben wir zum Beispiel nur 40%, weil die relativ klein ist. Ja, im Moment kann man es schlecht sehen, aber wenn der zum Beispiel seitwärts stehen würde, hätten wir auf den Arm hier zum Beispiel 0%, weil wir den gar nicht sehen könnten. Und wir hauen ihm jetzt einfach mal in den Kopf. Wir können viermal schießen, wir sehen hier unsere Aktionspunkte. Die sind relativ hoch, weil ich am Anfang bei der Auswahl in dem Buch ziemlich viel auf Beweglichkeit gelegt habe. Extra dafür, weil es wirklich praktisch ist. Ja, der hat nicht wirklich viel ausgehalten. Das ist aber generell, wenn man ja, den Kopf angreift, dann macht man mehr Schaden. Kennt man wahrscheinlich eher aus jedem Spiel. Hier ist verschlossen. Da hat jetzt nicht zufällig eine Schlüssel. Nein, hat keiner. Dann müssen wir wohl woanders lang. Ja, hier ist offen. Das trifft sich gut. Wir wollen ja eh raus. Da haben wir wieder ein Viech. Und ich hau daneben. Werd dann auch, wenn ich rausgekommen bin, ein bisschen mehr zu dem Let's Play erzählen. Weil es nicht nur normal durchspielen sein soll. Es wird spezieller. Aber dazu später mehr. Und jetzt muss ich mal gucken, wo wir genau hin müssen. Hier ist offen. Sehr schön Typ. Er musste unbedingt abhauen, nicht wahr? Er musste unbedingt alle das Leben schwer machen. Ja, er ist ziemlich böse. Und er auch. Aber er lebt gleich nicht mehr. Weil er hat einen roten Balken, das heißt, er ist nicht nett. Stehen bleiben im Namen des Aufsehers. Unten links sehen wir übrigens den Energiebalken. Der geht anfangs relativ langsam runter. Aber wenn mal ein richtiger Gegner kommt, dann ist der meistens sofort weg. Hier haben wir Werkzeugkasten. Können ein paar Sachen mitnehmen. Wir sehen da unten, Sensormodul ist 30 Kronkorken wert. Es heißt Kronkorken, aber ich werde es wahrscheinlich Gold nennen, weil es einfach umgangssprachlich schon bekannter ist. Altmetall könnte später wichtig werden, nehme ich auch mal mit. Dann haben wir Floyd Lewis, der sieht nicht mehr ganz lebendig aus. Könnten jetzt sein Zeug mitnehmen. Sieht man unten, es erhöht Dietrich und Reparatur. Aber hat dafür keine Abwehr. Das bringt uns nicht viel. Entzünden haben wir ihn noch. Er hat nicht viel. Wir nehmen einfach mal die Rüstung mit. Damit können wir später noch unsere eigene reparieren. Ich hab doch gesagt, ich weiß nichts. Sei vernünftig, Amata. Officer Mack mag das ja gefallen, aber mir gefällt's überhaupt nicht. Sag uns, wo dein Freund ist. Jetzt gehen wir einfach mal rein und stellen uns ihm auf, ja? Keine Bewegung. Der Wachmann will natürlich gleich aufs Maul. Kann er haben. Ach,
Helden noch weniger aus als die anderen. Aber, tja, ist Pech für ihn. Er hat nicht mal einen Helm. Und jetzt reden wir mal mit Chefe. Ich hoffe, Sie sind hier, um sich zu stellen, junger Mann. Sie haben auch so schon genug Ärger. Machen Sie es nicht noch schlimmer. Geben Sie mir einfach die Schlüssel zum Büro und das Kennwort, dann bin ich weg. Wenn Sie Amata nochmal berühren, werden Sie es bereuen. Ich bin hier, um Sie zu töten. Jonas war mein Freund. Also töten wollen wir ihn nicht, weil wir ihn später in der Story über eine Nebenquest vielleicht noch brauchen. Ich will nicht zu viel spoilern, das wird man dann später sehen, in Part 2800 oder so. Deshalb wollen wir einfach meinen Schlüssel. Ach, ist das alles? Kann ich dir sonst noch irgendwie behilflich sein? Von mir kriegen Sie gar nichts. Ich sterbe lieber, bevor ich die Sicherheit der Vault erneut in Gefahr bringe. Sie haben recht, Sie werden sterben, wenn Sie mir das Kennwort nicht geben. Amata vertraut mir, kriege ich nicht, was ich will, werde ich ihr sehr wehtun. Dann fliehe ich eben ohne fremde Hilfe, ich habe nicht mit dem Töten angefangen. Wir versuchen einfach mal ihn zu bestechen, indem wir ihm drohen, seiner Tochter weh zu tun. Mein Gott, sind Sie ein kaltblütiger kleiner Drecksack. Ich glaube, Sie würden das tatsächlich tun. Hier, nehmen Sie sie und verlassen Sie die Vault. Sollten Sie je zurückkommen, lasse ich Sie erschießen. Ja, er droht uns. Das bringt ihm nicht wirklich viel. Weil er kann ja eigentlich gar nichts machen. Er hat nicht mal eine Waffe. Er hat auch nur seinen scheiß Anzug da. Können wir nochmal in den Waffenschrank gucken. Da haben wir noch ein bisschen Muni. Die ist anfangs sehr knapp. Deshalb nehmen wir alles ins Wasser bekommen. Ja, am Schreibtisch haben wir auch irgendwas. Vorkriegsgeld. Wiegt gar nichts, ist ein bisschen was wert. Immer praktisch. Gucken, ob hier auch noch was ist. Noch mehr. Und hier haben wir ein Stimpack, das heilt uns. Stand eben unten. 48 Lebenspunkte. Dann können wir mal gucken, er hat uns eben das Kennwort gegeben. Das ist hier, das Kennwort dort am Ratter. Sehr kreativ. Hätte man auch selber drauf kommen können. Übrigens kann man auch Radio hören, dazu kommen wir später noch. Ja. Wir haben mehrere Pistolen. Oben sehen wir den für reparieren. Wir haben hier zum Beispiel zwei mit schlechter Qualität. Und dann können wir die ganz schlechte opfern, um die andere ein bisschen besser zu machen. Wir sehen unten, der Zustand erhöht sich um 12%, der Schaden gar nicht. Aber es ist trotzdem besser, weil die dann wirklich länger hält. Das machen wir einfach mal. Dann sehen wir hier, der Balken ist länger geworden. Die Waffe hält ein bisschen länger. Wird später sehr wichtig, deswegen reparieren, ordentlich hochziehen. Die Tür ist rot, da können wir mal nicht rein. Hier geht's weiter. Ist praktisch, dass die Türen aber offen sind. Ah, hier ist unser Freund. Hat sogar ein bisschen Blut verloren. Haben wir noch eine Notiz, ein Stimpack. Und dann schauen wir uns die Notiz mal an. Moment, Jonas. Ich muss das zuerst aufnehmen. Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Ich hoffe auf dein Verständnis. Fürchte aber, dass du mir böse sein wirst. Ich habe lange darüber nachgedacht und schließlich beschlossen, dass es für dich besser ist, wenn du es nicht weißt. So viele Dinge hätten schief laufen können. Und es ist wirklich unmöglich abzuschätzen, wie der Aufseher reagieren wird, wenn er es herausfindet. Es ist das Beste, wenn er mir die Schuld an allem geben kann. Natürlich weißt du bereits, dass ich fortgegangen bin. Ich musste es einfach tun. Du bist jetzt erwachsen und kommst gut alleine zurecht. Vielleicht können wir uns eines Tages wiedersehen. Ich kann dir nicht sagen, warum oder wohin ich gegangen bin. Ich will nicht, dass du mir folgst. Wir wissen alle, dass das Leben in der Vault alles andere als perfekt ist. Aber zumindest bist du hier sicher. Allein dieser Gedanke hält mich am Leben. Ich will ja keinen Stress machen, aber mir wäre wohler, wenn wir das hinter uns bringen würden. Okay, ich bin bereit. Mach's gut. Ich hab dich lieb. Ja, also wir haben jetzt erfahren, dass unser Vater abgehauen ist. Das wussten wir vorher auch schon. Und wir müssen ihm halt folgen. Ich danke dir. Ich hab doch gesagt, dass mein Vater nicht mehr er selbst war. Ich weiß nicht, was er getan hätte, wenn du nicht gekommen wärst. Du solltest besser verschwinden. Ich werde versuchen, dich an der Vault-Tür zu treffen. Falls ich es nicht schaffe, viel Glück. So, muss ich mal gucken, wo ich hin muss. Wir haben jetzt mehrere Türen. Gucken wir mal hier. Ach, das war die für den Schlüssel. Dann gucken wir erstmal hier, was hier da drin ist. Ja, ein Schrank. Wer ist das? Das ist wahrscheinlich der Aufseher.
Dann beklauen wir ihn einfach mal, weil er ziemlich bösartig ist. Ich könnte noch sein Glas mitnehmen. Aber das lassen wir immer. Und es verdurstet er ja noch. Schauen wir hier auch mal. Da haben wir noch eine Konsole. Können wir nicht benutzen. Aber hier haben wir noch Muni. Da hat man den Schlüssel sogar nochmal. Jetzt haben wir ihn schon zweimal. Also hätten wir den Aufseher eigentlich gar nicht bedrohen müssen. Und wir gehen mal hier schauen. Wir haben ja das Kennwort für den PC. Sehen wir schon damit.